Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Heart Gold hier bei Dercho TV. In der letzten Folge haben wir versucht, durch die Strudelinseln zu kommen, sind leider einen falschen Weg gegangen. Jetzt sind wir wieder hier. Und deswegen gehen wir nochmal rein in die Strudelinseln und werden uns natürlich dort ein bisschen umgucken, was das nämlich angeht. Ich musste jetzt zwei andere Pokémon mitnehmen, eins für Whirlpool, weil das die Strudelinseln sind. Die sind von vier verschiedenen Strudeln umgeben, die Eingänge. Ja, stimmt, hier ist nur ein Eingang. Ja gut, dann können wir nicht anders. Stimmt, das war ja nur einer. Und ich habe ein Pokémon mit, was Blitz nämlich hat, nämlich Knofensa. Und das Pokémon im Übrigen mit dem Whirlpool ist mein Perlu. Und wir versuchen Lugia zu fangen. Und für die, die es, wie gesagt, schon in der letzten Folge nicht mitbekommen haben, eine entsprechende News ist dazu schon erschienen auf derchotv.de. Und es wird nämlich, wie gesagt, mit Lugia die letzte Folge sein. Das heißt, wenn ich Lugia gefangen habe oder sogar aus Versehen besiegt habe, eins von beiden wird es sein, dann ist Schluss. Dann ist Schluss mit Pokémon Heart Gold. Dann wird es erstmal bis, ich sag mal, bis zum Frühherbst kein neues Let's Play geben. Kein neues Pokémon-Let's Play im Übrigen. Also das heißt, ich werde mich dann erstmal auch mit anderen Projekten widmen. Es hat sich ja sowieso in diesem Jahr so einiges ist ja durcheinander gekommen, wegen aktueller Situationen, bei mir im Leben und so weiter und so fort. Deswegen ich dann gesagt habe, ich werde nicht direkt mit dem nächsten Let's Play starten, sondern ich überlege. Es wird jetzt wahrscheinlich dann auch nicht mehr nach der Reihenfolge gehen, weil mir halt gewisse Peripheriegeräte bzw. Konsolen nämlich fehlen, bzw. auch die Möglichkeit, die nächste Generation dann entsprechend hier zu streamen bzw. aufzunehmen. Und Pokémon Schwarz und Weiß wird ja schon im Livestream auf Twitch, auf dem Twitch-Kanal, den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung, nämlich gemacht. Und ja, deswegen muss ich da mal gucken, wie ich das dann da weiter fungiere. Vielleicht Schwarz und Weiß 2, mal gucken. Aber das wäre dann halt auch eine richtig heftige Aufgabe für mich. So, erneut machen wir das dann. Jetzt aber hoffentlich der richtige Weg. Links, rechts, gehen wir links. Ja, rechts wird zum Item gegangen. Aber hier geht es wahrscheinlich zu Lugia. Wenn überhaupt. Schutz wirkt nicht mehr. Egal, wir lassen uns von Pokémon angreifen. Das sieht schon mal ein bisschen besser aus. Aber es kann alles heißen. Koppeleber? Oh ja, das sieht schon mal gut aus. Aber das ist doch wunderbar. Du hast ihn gefunden. Hier darfst du passieren. Das geht aber schnell. Was haben wir denn eigentlich hier? Ein Sonderbonbon. Ich glaube, wir sind gleich da, ne? Oha. Oh. Vor Freude niese ich schon. Jetzt sind wahrscheinlich die Pokémon ja auf 50 oder so. Ne, weiterhin auf 24. Wir haben ja immer noch Sakura vorne, Level 58. Ich werde aber gleich das Pokémon wechseln und zwar nämlich auf mein Amphi gehen. Wie schön es hier so nach unten geht, ne? Aber wir können auch hier surfen, ne? Guck mal, da ist ein Whirlpool. Ein Strudel. Aber da können wir gar nicht hin, ne? So. Bekämpfen wir. So, dann werde ich jetzt mal gleich mal wechseln. Das wird sehr interessant. Ich habe auch schon fast beim ersten Nieser halt mir in die Zunge gebissen. Das sollte ich nicht machen. Ich glaube, ich sollte mal einfach mal den Nieser freien Lauf lassen. Oh mein Gott. Gut, ich wechsle schon mal aus. Man weiß ja nie. Oh mein Gott. Ist das heute die letzte Folge? Speicher mal zur Sicherheit. Ist das heute die letzte Folge, Freunde? Ist das heute das letzte Mal, wo ich euch zu Pokémon Heart Gold begrüße? Das werden wir jetzt sehen.
70, das stärkste aktuell. Und wir haben es so mit Legendären. Der Zwinger. Macht Donnerschlag. Ich versuche es. Oh, Strafattacke. Ich versuche es zu paralysieren und dann zu fangen. Sehr effektiv. Nochmal Donnerschlag. Antikraft. Oha. Eieieiei. Amphi kriegt eine Menge ab. Und das bei 12 Level Abstand. Ich versuche mal den ersten Hyperball. Und gleich lache ich, ist der letzte. Dann ist aber nach 5 Minuten schnell die Folge vorbei, ne? Ne, ist nicht. Versuche ich es noch mit einer Kopfnuss? Ich weiß es nicht. Bodyguard, Schleier umhüllt. Weiß nicht. Versuchen wir es nochmal. Ich habe anscheinend einen Fluch in letzter Zeit, dass ich legendäre Pokémon nicht richtig fangen kann. Das ist halt das Problem, ne? Wenn man den Meisterball auf ein legendäres Pokémon einsetzt, dann ist quasi ein Fluch drin. Ich sag so, wie es ist. Ist meine Meinung gerade jetzt. Ich habe bei Ho-Oh den Meisterball eingesetzt. Und dann ging nur Arctos. Zapdos nicht, Lavados nicht. So, ist Lugia das nächste Pokémon, was ich nicht fangen kann? Fragezeichen. Wahrscheinlich. 1. Das hat sich schon mal zumindest bewegt. Wie gesagt, alle 50 Hyperbälle weg. Muss mal kurz heilen. Wir haben ja Gott sei Dank. Riskiere ich noch einen Donnerschlag? Oder eine Kopfnuss? Ich weiß es nicht. Jetzt kommt der Luftstoß. Ist aber nicht sehr effektiv auf Amphi, weil Amphi Elektro ist. Zieht aber trotzdem eine Menge ab. Komm, ich riskiere noch. Ich riskiere eine Kopfnuss. Da ist jetzt wieder Bodyguard ein. Ja. Wird noch eine Kopfnuss. Wieder Luftstoß. Ich versuche es jetzt noch ein bisschen stärker zu schwächen. Es ist gut, dass Lugia halt keine Attacke mehr hat. Dass Lugia generell keine Attacke hat, was sich selbst verletzt. Weil sonst hätten wir ein kleines Problem. Weil dann stünde ich wirklich unter Druck und müsste es fangen. 1. Frottelt wieder nur einmal. Und es setzt wieder Luft. Das setzt schon wieder Luftstoß ein. Ich glaube, das ist eine Attacke, die du 20 Mal einsetzen kannst oder so. Einmal könnte es noch. Jetzt komm. Aber da wird man auch so ein bisschen als Trainer ungeduldig, wenn es nicht in den Ball reingeht, ne? Aber es wackelt jetzt beim ersten Mal zumindest. Setzt erneut Luftstoß ein. Ja, jetzt hat es Spaß an Luftstoß, was ich sehr, sehr ulkig finde. Ne? Ja. Ich kann jetzt, glaube ich, keine Attacke mehr einsetzen. Setze ich jetzt noch einen Donnerschlag ein, ist es besiegt. Das ist jetzt halt so die Sache. Ich setze Bodyguard wieder ein. Bodyguard lässt nach. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht außersehen auf Flucht drücke. Deswegen. Hyperball ist mein stärkster Ball. Den ich hier in Hardgold habe. Ja, und jetzt sind wir wieder bei 0. Ja, also wir wissen, es kann Bodyguard, Luftstoß, Antikraft und was war die andere Attacke? Irgendwie was mit Bestrafung, ne? Oder irgendwie sowas. Ne? Ja, jetzt sind wir wieder beim Anfang. Und jetzt hat es wieder die Luftstoßwut, könnte man sagen. Ist diesmal ein Volltreffer gewesen. Ich kann nichts machen, das ist leider das Problem. Ich kann es nicht andersweitig mit Statusveränderungen schwächen. Und wenn es halt nicht im Ball bleibt, ich kann einfach nur noch Bälle werfen. Das ist es halt. Bälle werfen und Ampharos wiederbeleben. Beziehungsweise Ampharos wieder aufpeppen. Mehr kann ich nicht machen. Ich kann auch einen Köderball werfen, aber ich glaube nicht, dass es da drin bleibt. Ne? Ich glaube nicht, dass es passieren wird.
könntest du ja mal probieren. Das ist kein Wasser-Pokémon, das ist kein Fisch-Pokémon. Wasser-Pokémon vor allem. Wasser-Pokémon ist es. Ich wollte schon lachen. Das wäre es jetzt gewesen. Strafattacke, genau so hieß es. Ich glaube, Amphi ist besiegt. Nee. Wie gesagt, 15 Mal Top-Trank. Eigentlich für die Pokémon-Liga damals gedacht. Ja, 10 Versuche schon und es hat nicht vor einmal funktioniert. 11 muss man aber sagen. 11 oder 12 waren das jetzt. Ich glaube, irgendwie sowas, ne? Und schon wieder sind wir bei 0. Ich glaube auch nicht, dass Lugia sich fangen lässt mit dem Hyperball. Ja. Ich habe, glaube ich, so eine Phase erwischt, dass, wie gesagt. Ja. Jetzt kommt Antikraft auch mit dem Volltreffer. Eieiei. Glaubt ihr, dass ich schaffe, es zu fangen? Glaubt ihr wirklich, dass ich es schaffe? Ich würde jetzt so eine Live-Umfrage gerne machen, aber das geht ja gar nicht. Das ist ja aufgezeichnet. Naja. Da ist jetzt wieder Antikraft ein. Ja. Und wieder ein Volltreffer. Ich glaube es nicht. Ja, wir bewegen uns kaum weiter mit Lugia. Ich habe Lugia schon geschwächt. Ich glaube, einen Ladestrahl hätte ich gemacht. Hätte genau das gleiche verursacht. Dann wären wir, glaube ich, schon ein bisschen weiter, was das Fangen angeht. Aber wenn sich, wie gesagt, Lugia nicht fangen lässt, habe ich ein Problem damit. Jetzt bestimmt Volltreffer mit Strafattacke. Ja, siehst du? Und jetzt ist es paralysiert. Dankeschön. Hat lange gedauert, aber es ist paralysiert. Und es kann sich nicht davon heilen. Das heißt, jetzt hab ich's im Sack. Aber es passiert trotzdem nichts. Das ist es halt. Das ist gerade. Ja, aber es kann jetzt nicht angreifen, weil es paralysiert ist. Außer es findet jetzt eine Top-Genesung, was eher unwahrscheinlich ist. Genesung selbst kann es auch nicht. Ne? Oder irgendwie eine Attacke, was es halt die Dingens wegmacht. Wir haben's. Lugia ist gefangen. Ja, das letzte Pokémon, was ich in Pokémon Heart Gold jetzt gefangen habe. Ein Lugia. Ein Taucher-Pokémon. Psychoflug. 5,2 Meter groß, 216 Kilo schwer. Man sagt, dass es sich meist ruhig am Meeresboden aufhält, um seine Kräfte im Zaun zu halten. Ich schreibe es einfach nur, so wie es sich gehört. Mehr nicht. Ja. Haben wir hier noch ein Item? Nein. So war die Wappab. Gehen uns hier raus. Ja. Lambert ruft noch an. Guten Tag, Wadi. Lambert beim Apparat. Ja. Ja, Freunde. Das ist die letzte Folge gewesen. Oh, ja. Ich muss. Ja, stimmt. Ich habe Taubi nicht mit. Nun gut, dann werdet ihr das auch noch so ein bisschen miterleben, weil ich werde jetzt natürlich in Richtung mit meinem Team natürlich dann Folgendes machen. Und zwar nicht das, was ich ja eigentlich... Ah, klappt das hier, klappt das hier, klappt das hier, klappt das hier? Ja, das klappt. Nice. So. Ja. Naja, damit gehen. Wie viele Folgen sind das jetzt? 121 Folgen zu Ende. Mit viel Spannung. Mit viel Spaß.
Mit einem Level 70 Lugia. Ja, ich könnte die Pokémon-Liga jetzt machen, aber wozu? Ne? Wenn ich jetzt gesagt habe, ich mache mit Lugia Ende, dann mache ich das auch. Da ist es. Luftstoß, Strafattacke, Antikraft und Bodyguard. Deswegen will mein Tony wieder haben. Und ich will mein Taubi wieder haben. Mit dem Übrigen. So. Oder soll ich? Nein. Ich habe mir jetzt gesagt, ich werde jetzt nach 121 Folgen hier Schluss machen. Ich weiß gar nicht, wann ich mit Pokémon Heart Gold begonnen habe. Ich weiß auch gar nicht mal genau, wann. Ich damals mit Pokémon, also es ist ja quasi ein zweiter Versuch ja jetzt gewesen, weil ich ja beim ersten Mal nur bis zum Kraftwerk damals gekommen bin und dann sind meine Daten ja verloren gegangen. Ich habe ja damals ja auch fleißig voraufgenommen, ein paar Folgen und ja. Nun gut, damit endet es jetzt. Damit endet Pokémon Heart Gold nach 121 Folgen. Eigentlich dann doch so ein bisschen planmäßig, wie ich es mir gedacht habe. Im Frühherbst, Spätsommer geht es dann weiter. Dass wir damals hier hingelaufen sind. Nee, das passt irgendwie nicht. Jetzt passt es. Na, erinnerst du dich, Tony? Du erinnerst dich. Als du damals noch ein kleines Feuerriegel warst. Ja. Und Tornupto ist süß. Ja, Freunde. Das war's. Hi Mama, ich bin zu Hause. Das Geld ist, glaube ich, eher nicht. Ich bin jetzt hier, um zu Hause zu bleiben. Denn jetzt bleiben wir zu Hause. Ich und mein ganzes Pokémon-Team. Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Danke für die Treue, für diese 121 Folgen. Ja, demnächst geht's weiter. Es wird natürlich auch weiterhin ein Pokémon-Let's Play geben. Nur welches, das werde ich mir noch so ein bisschen überlegen. Ich schwanke zwischen Schwarz und Weiß 2 und Pokémon X und Pokémon Y. Und dann werden wir sehen, wie es dann weitergehen wird. Derweil danke und bis zum nächsten Mal hier auch bei der Echo TV. Jederzeit für euch bereit.